Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Pfingstmontag, guten Morgen, guten Morgen. Dunkler Tag. Ist auch schon fast 8 Uhr inzwischen. Ja, unsere kleine Brina, die wird immer munterer. Ja, ein kleiner Stürmer. Und morgens kannst du es nicht abwarten, dass er rauskommt. Ja, langsam, mein Mädchen, langsam, langsam. Ja, sie kommt immer mehr an, denke ich mir. Und das ist ja auch richtig so und das muss ja auch so sein, ne? Ja, guckt natürlich immer noch gerne, aber sie möchte jetzt auch gerne mal richtig rennen langsam. Naja, wir waren gestern das erste Mal im Katzenauslauf. Da könnte ich sie ohne Leine laufen lassen. Das Problem ist nur, dass es so verwurstelt ist, da alles. Aber da sie ja so klein ist, kommt die überall durch eigentlich, gell? Denke ich mal. Ach, da sehe ich was Rotes leuchten. Oh, ganz versteckt. Ein paar Mohnblüten. Sonst kann ich hier wirklich nicht zeigen. Es ist nichts, was hier blüht. Lächlein ist, hören wir heute aber nicht mehr zu. Haben wir so oft schon gemacht. Ich bleibe aber immer stehen und höre zu. Ja, sie hat jetzt heute Morgen gar keine Zeit. Also ich, du mal langsam, Fräulein, nicht ganz so schnell, du kesselst mich schon wieder ein. Ja, ich kann nicht wirklich gut gehen heute. Naja, ist egal. Ja, ich habe mir gestern meine alten Sachen hier, wisst ihr, ich war ja auch mal auf dem Trip Liebscher und Bracht und diese ganzen MMS und ich weiß nicht, na, zurück! Das dürfen wir nicht tun. Okay, gut. Da müssen wir aufpassen. Jetzt wird sie munter. Ja, da habe ich damals ja vor der OP, habe ich ja alles versucht, ne, alles. Ich habe die abstrusesten Sachen eingenommen, Tonnen um Tonnen von irgendwelchen Mitteln. Teilweise gab es sie in Deutschland überhaupt nicht zu kaufen, musste ich sie bestellen. Egal, und da habe ich mich auch damals gedacht, weil das immer so in aller Munde war, Liebscher und Bracht, das sind die Allheilbringer. Man muss nur üben, man muss nur wollen und dann kann man auch wieder laufen und bla 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 bla. Hab mich also auch sogar in eine Therapie begeben damals, in eine Behandlung. Die waren sogar also ausgebildet bei Liebscher und Bracht, hatten ein Zertifikat über diese Geschichte. Ja, sicherlich, mach sein. Es wurde immer schlimmer, es war furchtbar. Naja, erste Tat war, dass man diese teuren Sachen kaufen musste. Die Behandlungen waren dann auch nicht gerade billig. Da musste ich einen Kurs belegen. Ja, man macht ja alles, weil einem gesagt wird, ja, dann können Sie wieder laufen. Sie müssen halt nur am Ball bleiben. Sie müssen nur üben und diese Behandlung machen und diese Übung machen und, ne? Ja, und dann macht man das, weil man ja dumm ist und an jeden Strohhalm sich dran klammern möchte. Diese vollkommen überteuerten Fasziengeschichten, dieses Band, was man da braucht und. Ah, jetzt müssen wir mal machen. Das ist gut. Das hat sie draußen sonst nie gemacht, weil sie keine Ruhe hatte. Naja, egal. Diese Faszienrolle kann man Faszienrollen, Bälle, alles natürlich in der Mehrzahl, damit es auch richtig Kohle kostete. Ja, da kann man wieder einiges mitmachen. Das werde ich auch versuchen, auf jeden Fall. Ich werde versuchen, wieder die Übungen zu machen, die ich seit Mitte 19 nicht mehr gemacht habe. Damals konnte ich wirklich gut laufen und es war alles prima. Und im Herbst 19 ging das ja mit meinem Mann los und dann konnte ich so mittelgut laufen, weil ja, ich halt nicht mehr geübt habe. Aber ich hatte einfach keine Nerven mehr. Da geht es auch noch zu üben wie so ein Idiot. Ne? Also es war einfach nicht möglich. Gut, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde jetzt einiges wieder versuchen. Diese Übungen habe ich wirklich lange gemacht. Wirklich lange. Täglich. Täglich. Ich hatte volles Programm. So halbe, dreiviertel Stunde damals. So viel werde ich nicht machen. Ne? Und dann dazu noch auf dem Home-Radl gesessen. Ja, anfangs vorher, also da konnte ich ja noch auf dem richtigen Fahrrad fahren. Da bin ich dann jeden Morgen noch eine knappe Stunde, so ein Stündchen mit dem Fahrrad gefahren mit meinem Mann. Und ansonsten viel Bewegung durch die Hundespaziergänge. Ja, ich habe viel gemacht damals, muss ich sagen, um wieder fit zu werden nach der OP.
hat mittelprächtig geklappt. Wisst ihr ja, es kommen immer wieder Schmerzen. Aber ich kann halt laufen, ne? Ich kann halt laufen, das ist halt das, ne? Ja, okay, das habe ich jetzt dann auch mal ausführlich erzählt. Liebsche und Pracht an sich, nein, halte ich nicht sehr viel von, kann ich klipp und klar sagen. Diese Allheilgeschichte, man muss nur diese Übung machen, dann braucht man nie ein neues Knie und dann macht man dies und dann das und dann das. Und mein Knie, ich habe alles versucht, wirklich, ich schwöre es euch, ich habe alles versucht und auch lange, ne? Und auch unter Anleitung, also so auch die Übung und die Behandlung und alles habe ich machen lassen. Und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer. Dazu diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, diese ganzen Supermittelchen, wo die Leute drauf schwören und dies noch und das noch. Ich habe keine Ahnung. Ich kam mir hinterher vor wie so ein Chemielaborant. Überall hatte ich so merkwürdige Sachen stehen. Würde ich heute nie mehr machen. Ich habe es einmal gemacht in meiner Verzweiflung, aber nie wieder. Nie wieder würde ich sowas machen, auf keinen Fall. Ja, so ist das halt. Ne? Man macht viel dummes Zeug in seinem Leben, was auch wirklich nichts bringt. Außer anderen Leuten Geld, ne? Das ist klar. Ja, dann gibt es natürlich auch immer Leute, die sagen, ja, mir hat das geholfen. Ich konnte nicht mehr laufen. Langsam, warte. Ich konnte nicht mehr gehen. Ich habe diese Mittel und jene Mittel und jene Mittel. Und dann mache ich diese Übung und jene Übung. Und jetzt laufe ich wie ein Döpken. Ja, dann freue ich mich für die Leute. Bei mir hat das leider nicht geklappt. So, jetzt habe ich lang genug gequatscht, jetzt geht's weiter. Hui, sie ist richtig heute unterwegs. Geht nicht schnell genug. Mein Gott, ich bin ganz außer Atem. Sie ist ein kleiner Vogel. Brina, komm mal zu Petra. Ja, komm mal zu Petra. Fein machst du das. Gutes Mädchen. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Komm, kannst wieder laufen. Kannst wieder laufen. Ja, 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 ja. Das sieht man schon. Also normalerweise habe ich nie Hunde freiwillig genommen mit so langen, dünnen Beinen, weil das sind alles so Läufer, ne? Das habe ich nie gemacht, weil ich bin kein Läufer. Bin ich nie gewesen. Aber jetzt haben wir sie halt. Müssen wir gucken, wie wir zur Rande kommen, wir beiden. Ja. Morgen, frohe Pfingsten. Sie sitzt schon eine ganze Zeit hier wieder oben auf der Bank und jetzt hat sie sich auch mal hingesetzt, dass sie ein bisschen mit mir ins Land guckt. Das wäre schön, wenn sie jetzt nicht so kribbelig wird, aber das ist ein junger Hund. Natürlich ist sie nicht immer nur so ruhig wie meine alten Hunde, das ist mir ja ganz klar. Dafür, dass sie aber so jung ist, ist sie bis jetzt sehr, sehr brav und sehr, sehr lieb. Kann man nicht anders sagen, ne? Ganz, ganz gutes, liebes Mädchen ist es. Ja, es ist einfach nichts los um die Zeit. Es ist angenehm, man kann mal so richtig abschalten hier, mal durchatmen. Ja, so, es ist nicht besonders spektakulär hier, aber es ist ruhig. Vögel singen, Vögel fliegen um einen so ein bisschen herum, Tauben und was wir alle schon gesehen haben und gehört haben. Naja, bleiben wir noch einen Moment sitzen, wir beiden, ne? Bleiben wir noch einen kleinen Moment sitzen, wir beiden und gleich geht's wieder langsam zurück. Habt ihr noch hören können? Der Kuckuck war wieder da. Ich weiß nicht, die Kamera ist vielleicht nicht in der Lage, ist ein bisschen weit weg gewesen. Sie hat schon ganz schönes Tempo. Da muss ich sie immer drosseln, das kann ich natürlich nicht leisten. Hi, mein Mädchen. Stopp, warte. Brina, warte. Komm mal zu Petra. Komm mal zu Petra. Brina. Hui, da ist sie, so was Liebes. Gut gemacht. Ganz fein. Lauf, 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 lauf. Da wir ein paar Mal geübt, das reicht für heute. Einmal muss ich ein Reizwort gesagt haben, da hat sie aufgeschrien. Hat sie Angst gehabt. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, ehrlich gesagt. Oder wie das gekommen ist. Ja, sie wird schon einiges erlebt haben, denke ich mir. Ja, sie wird hoffentlich lernen, dass sie bei mir keine Angst haben muss. Sie macht sich schon sehr, sehr gut. Und da bin ich so froh drüber. So. An der Brücke werde ich noch eine Minute stehen bleiben. Dann geht's Richtung Auto und nach Haus. Das war unser Spaziergang von heute. Guck mal, ihr seht, was sie hier schon fein Spaß hat, ne? Naja, meine kleine Brina-Maus. Meine kleine Brina ist das. Mädchen, kommst du noch mal? Brina, komm, komm zu Petra. Komm, jetzt. Hui, jetzt komm noch mal.
Jetzt komm, lass die Leine. Komm nochmal. Da. Gut machst du das. So, bis gleich, ihr Lieben. Hallo, hallo, ihr Lieben. Ich habe mich mal wieder komplett zugebaut hier. Ich wollte euch als allererstes den Bilderrahmen zeigen, den ich mir jetzt gerade beim Action geholt hatte für das kleine Geld. Und das hat mir jetzt, ich habe es einfach so ein bisschen vergoldet, ja, mit dem Sticky Fear, mit diesem Goldfinger. Und ich finde, das reicht und die Bilder haben alle eine Bedeutung für mich. Und das ist zum Beispiel das, was wir uns zum, ich überlege gerade, 41. Hochzeitstag noch gekauft haben. Ein Lebensbaum mit Sonne und Mond. Und ich habe ihn auch wirklich lange, lange, lange getragen. Aber ich habe ja jetzt was Neues, so dieses hier. Und da steht ja drauf Petra und Theo für immer. Und es ist kleiner und es ist einfacher zu tragen. Und ich habe es eine Zeit lang doppelt gehabt, das war mir dann zu viel. Und das hatte ich mir auch mal zum einem Hochzeitstag geholt, symbolisch. Für mich und für meinen Mann habe ich auch lange getragen, bis die Armbänder aufgingen. Und wollte es aber trotzdem gern behalten. Und ich habe ja jetzt dieses, ihr wisst ja, ich habe es ja schon mal erklärt. Ja, und da konnte ich die Sachen, finde ich, gut mit reingeben. Und werde das jetzt bei mir, da wo ich meinen neuen Schreibtisch habe, da ist so ein Stückchen Wand, was so ein bisschen schäbig ist, weil da die Buchse von der Telekom war und. Und da werde ich das jetzt hingeben und dann habe ich immer viel Freude daran, mit Sicherheit. So, wollte ich nur zeigen, also hat sich gelohnt zu kaufen, für mich jetzt. Hat sich gelohnt. Ich warte mal, ich muss es weiter weglegen, damit es mir ja nicht runterfällt. Das wäre ja jetzt zu schade, wenn es kaputt gehen wollte, gell? Ja, das waren die Dinger, die da drin waren. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die tun wir mal gerade weg. Ich habe was Neues vor. Ihr wisst es ja. Suchen wir mal ganz kurz, wo die Karten sind. Hier, hier, hier. Das sind diese Postkarten, die aus diesem Blog vom Action gemacht worden sind. Und ich habe jetzt mal vor, nach all den Lieblichkeiten und schönen und netten, will ich mal creepy arbeiten. Also gruselig und unheimlich. Und da kommen mir diese Bilder gerade recht mit diesen Kindern oder wie man sagen soll. Das lege ich kurz zur Seite. Wir haben aber noch diese wollen wir noch machen. Ja, diese. Hier ist Gold drauf geschwerkelt worden. Petra wieder. Und ich habe dieses Kartenspiel, dieses Tarotspiel. Das sind total creepige Sachen drin. Irgendwie niedlich, aber auch unheimlich. Also richtig klasse. Ja, auch aus Xinjiang-Chongland. Ihr wisst Bescheid, das ist ohne Anleitung. Das ist garantiert auch eine Kopie. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Naja, und da habe ich mir zwei rausgesucht. Ich halte sie mal gerade hoch. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und würde die jetzt. Und die Rückseiten sind schon schön bei den Karten, gell? Die sind schon schön, ne? Ja. Wir arbeiten ja hier mit diesem Block. Ich muss unbedingt mal gucken, ob ich mir den nicht nochmal irgendwo, ob ich den nochmal wiederfinde. Da sind so viele tolle Motive drin. Ich habe den leider auch nur einmal. Ne? Ja, und dann habe ich noch ein Kartenspiel. Madhouse Tarot heißt das. Auch total skurrile Bilder, unheimliche Bilder, verrückte Bilder. Alles Mögliche an bekloppten und ausgefallenen Sachen. Auch habe ich auch zum Verarbeiten gekauft. Ne? So ist auch so ein Dings, was man eigentlich nur verarbeiten möchte dann. Ja, wollte ich auch verwenden. Und zwar, dieses heißt Nicoletta Ceccoli. Nicoletta Ceccoli. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ich weiß es nicht. Gut, ich will keinen animieren, solche Sachen da zu kaufen. Ich sage nur, ich habe sie jetzt da gekauft, ganz am Anfang. Würde ich vielleicht jetzt heute nicht mehr machen, aber sie habe sie halt hier. Ne? Ich habe sie halt hier. Und ich finde diese ganz, ganz, ganz klasse und ich möchte sie gerne hier verarbeiten. Und ich weiß nur noch nicht ganz genau, wie ich sie hier verarbeiten könnte. Also hier habe ich diesen wunderbaren kleinen Vogel mit der Blume und sie würde da wunderbar zu passen. Gell? Die Überlegung ist jetzt, dass ich sie so einschieben möchte, irgendwie die Karte. Wisst ihr, wie ich meine? Dass ich sie so einschieben kann und dass man sie rausnehmen kann.
Ja, das ist so meine Überlegung, ob mir das gelingt, welchen Schnitt. Okay, wir werden das mal kurz anzeichnen, wie viel Platz wir da brauchen würden. Ungefähr. So, genau. Jetzt hole ich mal ganz kurz eben. Ja, ich habe vor, ein Buch zu machen. Kann ich auch vielleicht gleich schon mal erzählen, ne? Währenddessen ich mal alles so zusammenkrabble hier, was ja also am Start sein müsste jetzt. Ich kann es euch nicht sagen, ob mir das jetzt so gelingt, was ich mir vorstelle. Ich hoffe ja, ich habe die Blätter nur einmal jeweils. Okay. Ja, wartet mal, ich würde glaube ich ganz gerne, damit das ein bisschen stabil bleibt, das mal eben überlegen, wie kann ich das stabilisieren? Fällt mir irgendwas ein zu dem Thema? Uiuiui, fällt mir irgendwas ein, bevor ich schneide, will ich das stabilisieren. Warte mal, ich habe doch so viele neue Washis, ist da irgendwas dabei, was ein bisschen nicht so ganz furchtbar aufdringlich ist? Dieses hier, dieses Orangene würde gehen. Ja. Diese Orangene würde gehen. Ob mir das jetzt gelingt, weiß ich nicht. Ich versuche es halt. Ich muss mich so langsam hinsetzen, weil mir der Oberschenkel so weht und ich komme nicht runter. Sitzen ist eine Katastrophe, ja, für mich jetzt im Moment. Hinsetzen ist eine Katastrophe, ganz ehrlich. So, ach guck mal, die passt ja hier, wie soll ich sagen, ne? Dingens hier, Arsch auf Eimer, sowas in der Art, ne? So machen wir das. Ja, ich schneid's ab, Ach ja, guck mal da. Ja, dafür war es jetzt okay. Kann ich den Strich noch sehen, den Anzeichnungsstrich? Ich glaube, er geht. Ist ja keine Glaubenssache eigentlich, gell? Es ist ja eigentlich gar keine Glaubenssache. Okay. Könnte sein, dass ich ihn hier habe, gell? Könnte sein, ne? So ganz hundertprozentig bin ich mir nicht sicher. Okay. Mach einen Doppelstrich. Wisst ihr, ich hier muss ich eben umdrehen, ne? Mach ich einen Doppelschnitt rein, dass so eine kleine Lücke entsteht, denn das Papier ist so fliederig. Ich habe Bedenken, dass mir das ausreißt, wenn ich das da zigmal hin und her fummel. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so klappt, wie ich mir das jetzt hier so gerade mal in meinem kleinen Spatzengehirnchen wieder vorgestellt habe. Man weiß das ja meistens nicht so genau. Passt hinein. Ja, es geht. Ja, es geht. Okay. Dann wollen wir das abrunden. Auf jeden Fall hier mit Ecken. Mit den Ecken. Ich zeige gleich mal die Bücher, die ich zur Auswahl habe. Ich habe selber ein paar KI-Bilder schon gemacht. So richtig creepy Kinder hatte ich sowas ne, in der Art. Wisst ihr Bescheid? Die sind wirklich teilweise wirklich gruselig. Ich überlege mir, ob ich mir die ausdrucken lasse noch. Ja, ich überlege es wirklich, ganz ehrlich. Dann würde ich mit dem Buch noch ein bisschen warten. Also ich kann ja auch noch irgendeine kleine Zwischenbastelei so machen. Das muss ja jetzt, warte mal, da ist die Marke, dann käme das so. Dann würden wir das so einschieben wollen. Seht ihr mal. Finde ich jetzt gar nicht mal so blöd, oder? Eine Spitze noch oder sowas, oder? Was meint ihr? Eine Spitze brauchen wir noch. Okay, wir gucken mal. Wir werden was finden, bin ich überzeugt. Oh, irgendwas werden wir finden, da bin ich ganz sicher. Ja. Ach, das sind die dickeren. Ah, ich habe das auch noch. Guck mal.
Würde jetzt auch passen. Habe ich da nur eins? Ne, da habe ich zwei von. Ich dachte, ich hätte drei davon. Ja, denken. Das Denken ist immer so eine Sache bei Petra, gell? Die denkt immer so Sachen, die Frau. Die denkt so Sachen und dann ist da nichts von wahr. Ich dachte, ich hätte drei. Das Rosane würde jetzt natürlich sehr, sehr gut passen, gell? Ich dachte, ich hätte noch so ein Grau, so ein Taubfarbenes, hätte ich gedacht. Vielleicht ist es nur irgendwo. Ja, nee, braun habe ich. Das wird ja noch besser passen. Ach nee, das gibt doch nicht. Hier wird das nicht, oder? Hier wird das denn. Würde gut passen. Würde gut passen. Mein Gott, ich sage es noch. Würde auch gut passen. Ja, jetzt stehe ich damit mal. Die finde ich auch richtig klasse. Das sind so Chiffons. Auch aus Xinjiang-Chongland. Also, ihr wisst ja, ich habe alles aus Xinjiang-Chongland irgendwann. Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Ich hatte eigentlich eine Spitze gedacht. Das ist es halt. Man setzt sich so in den Kopf. Ne? Nächste Kartönchen. Nächstes Hutschatönchen. Da haben wir Spitze genug. Ah, Mensch. Da haben wir doch Spitze genug. Da hätten wir auch hier dieses eingefärbte Zeug mit Avocado. Auch toll, ne? Auch nicht schlecht. Ich suche eine schmale Spitze hier. Kann man mir... Warum ist das alles so durcheinander jetzt bitte? Man weiß es nicht. Wo ist der Anfang? Ich will mal eben so ein Stück abschneiden. Dann brauche ich nicht den ganzen Mist auf den Tisch lassen. Da mache ich gleich zwei Stücke raus. Und dann für die andere Karte auf jeden Fall auch noch. So, das haben wir schon mal. Oh, jetzt noch eine kleine Spitze. Die wäre auch schön gewesen, gell? Hier haben wir natürlich sowas hier. Sowas haben wir auch noch. Oh, Gott, nee, ne? Rosane Spitze haben wir. Blaue Spitze, gelbe Spitze, dunkelblaue, graue Spitze. Spitze, 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 dicke Spitze. Hier so ganz dicke. Oh, die ist richtig toll. Habe ich noch nicht in Verwendung gehabt bis jetzt. Nee, habe ich noch nicht. Diese liebe ich hier. Die habe ich nie mehr kaufen können. Diese hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her hatte. Könntest du vielleicht auch selber machen, aber hab ich noch nicht getan. Was habe ich denn da alles so verbuddelt hier unten? Oh Gott, oh Gott. Hier haben wir noch Sonne, Mond und Sterne. Nee, da, warte mal, da ist eine schöne. Hier, die. Ach Mensch. Wenn ich jetzt anfange, in Spitzen rumzupuddeln. So, ich stelle es nur mal kurz zur Seite. Ich stelle das einfach nur mal kurz zur Seite, damit ich jetzt hier weiterarbeiten kann, gell? Ja, also hier bei diesem Mondenkind, hier dieses Helle mit der Eule, da können wir das Helle nehmen. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Dunkle zu nehmen. Ja, Petra, dann räumen das andere mit einmal weg. So, wie ist das jetzt gemeint hier? Warum ist das jetzt so zugebunden? Kann ich das aufmachen? Geht das wohl, bitteschön? Oh je. Ja, ich krieg's auf. Aha. Kann man das mit der Zickzackschere schneiden, sag mal? Wo habe ich sie? Da? Ich sehe es sie doch, ich sehe. Wir versuchen es gerade mal, ob es geht, weiß ich nicht. Nee. Ah, nee, das geht nicht. Ich wollte gerade die ganze Länge. Nee, das. Nee, meine Zickzackschere bringt es nicht. Das ist doof, gell? Das ist doof. Ich wollte es ein bisschen ausgefranselt noch haben. Ich wollte ganz gerne das halbieren. Ich will nicht so mit dem Material so, mit der. Lässt sich nicht gut schneiden, ne? Ist nur mal so Information halber, ne? Lässt sich nicht gut schneiden. Ja, aber wir brauchen ja nur wenig, also brauchen wir ja auch nicht mit dem Material rumasen. Nee, das tun wir nicht. Dann bleiben wir ja dran am Kaufen, das wollen wir ja nicht. So, okay. Nochmal von vorne. Da einzeln. Die Frage fragt sich jetzt, wir haben hier jetzt dieses wunderbare
wir haben da das Wunderbare und wir haben hier das Wunderbare. Dann würden wir hier das andere Wunderbare hinkleben. Okay, Kleber raus. Wir machen es jetzt einfach. Nützt ja nichts. Wenn wir es nicht ausprobieren. Oh, guck mal, wieder zu. Schere habe ich noch irgendwo eine Nadel, wollte ich sagen. Ach, ist auch nicht mehr viel drin, ne? Ich habe vergessen nachzufüllen. Na, muss ich gleich mal dran denken, gell? Ja, ich wollte heute diese Karten machen. Das ist eigentlich die ganze Tat des Tages. und überlegen, ich habe schon ein paar Bücher rausgekriegt. Rausgenommen, so müssen wir sagen, okay, rausgenommen. Rausgenommen. Kann ich die ausfranseln? Ach, das ist nicht so wirklich prickelnd. Ja, doch, es geht, es geht, es geht, es geht. Ja, es gibt Sachen, die sind wirklich schöner, ganz ehrlich. Das schneiden wir ab. Da machen wir nicht das Gehampel hier. Swuppdiwuppdi, abgeschnitten ist es. Auf die Seite kleben wir auf jeden Fall mal eben kurz die andere. Ich muss mal die Ärmel aufkrempeln, sonst werde ich irre. Die andere Spitze auf, ne? Die Witte. Ja, also ich gucke noch mal bei mir oben in der Bücherstube. Ich habe bestimmt auch noch so andere, so skurrile Bilderbücher. Ich habe ja wirklich eine Menge, also müsste doch vielleicht irgendwas finden. Mal eben gucken, wie rum gehört das. So rum. Müsste vielleicht noch was finden können, was ich nehmen kann. Ja. Hier schneiden wir es aber einfach ab. Zack. Hier auch. Zack. 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 Jetzt wollen wir mal eben gucken, wie weit müsste es da rein. Okay. Da hat es ganz schön, ne? Da hat es ganz schön raus. So weit muss es um jeden Fall bis hierhin muss es rein. Der Rest kann mit Kleber eingeklebert werden. Dann nehmen wir aber den anderen für den Art Glitter Glue. Dann nehmen wir den Art Glitter Glue dafür. Ja, das geht ganz gut, glaube ich mal. Ich hoffe, dass das hält. Ich hoffe, dass das eine gute Idee gewesen ist und nicht eine blöde Idee. Ja, ich habe jetzt also, ich will die noch ein bisschen schmiergeln, so ein bisschen auf alt machen. Aber ihr kennt mich, ich habe nicht Lust, so schöne Bilder so irgendwie zu überdecken mit irgendwelchen Farbschichten. Da sehe ich keinen Sinn drin. Nee, also nicht so doll, nicht so doll. Nee, da bin ich nicht so der Freund von. Wir werden schauen, wie wir es hinkriegen. Ich versuch's. Ja, ich habe gedacht, ich wollte so ein Buch machen, so, keine Ahnung, Morticias seltsame Begegnung oder Verwandte oder Bekannte oder ich weiß nicht, muss auch nicht Morticia heißen. Also mir fällt vielleicht noch was Besseres ein, gell? Mir fällt vielleicht noch irgendwas Besseres ein. Ist ja nur so ein Arbeitstitel, ihr wisst Bescheid, gell? Ist nur so ein Arbeitstitel. So. Mal einmal feststreichen. Das hat schon viel, sehr, sehr viel Schönes. Doch, hat schon ganz, ganz viel Schönes. Das Kärtchen können wir da einsteckern. Och, das ist doch niedlich. Das ist doch nett, ist das doch. So. Ja, Mensch, jetzt habe ich so viel umgeräumt. Wo um Gottes Willen habe ich jetzt das Schmirgelpapier hingetan? Ich weiß, dass ich es habe. Ich weiß, dass ich es habe, aber ich weiß nicht wo. Ich suche mal eben. Ich habe es tatsächlich nicht wiedergefunden. Ich musste mir Neues holen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo ich das jetzt hier deponieren könnte. Vielleicht hier bei den Mimi-Ohren.
So. Ja, dann fangen wir mal an, ne? Nur so ein bisschen. Wir wollen es nicht total kaputt machen oder so. Nee. Das finde ich dann doof. So, dass wir vielleicht so ein ganz klein bisschen so. Ja, also ich habe vor, ein altered book zu machen mit ganz vielen so skurrilen Figuren da drin. So der Plan, ne? So weit der Plan. Ob das jetzt wirklich gelingt, weiß ich noch nicht ganz genau. Also ich bin nicht sicher, aber wir werden es versuchen, gell? Brauchen wir da eben, ne? Ein bisschen abstauben. Okay, und dann brauchen wir Stempelfarbe. Auch möglichst Stempelfarbe. Natürlich schon doch schon ziemlich viel. Ja, das ist nicht so ganz fein, dieses Schmiergel. Das hat wie viel, keine Ahnung, das habe ich gerade weggepackt. Es könnte eine Nummer feiner sein für Papier, für diese Art, aber ich hab nur dieses. Wir hatten auch mal anderes, aber ich glaube, das ist irgendwie weggekommen. Ich habe es nicht mehr parat. Du, muss ich damit leben, was ich habe, gell? Es ist nicht so dramatisch. Machen wir es auf alt. So. Lass mal eben schauen. Nee, das ist das falsche Bürstchen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt für eine Bürste erwischt habe. Mehr möchte ich nicht kaputt machen, ehrlich gesagt. Wäre zu schade irgendwie, gell? Na, ich tupfe noch mal so ein bisschen hier ab, weil das wahrscheinlich ein klein bisschen noch abfärben könnte. Genau. Das lassen wir noch eine Sekunde trocknen. Das gefällt mir alles jetzt schon mal nicht so schlecht. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Rand, den wir noch einfärben wollen. Ich hatte doch gerade... Moment. Jetzt mal langsam, Peter. Langsam mit den jungen Pferden, ne? Wir nehmen mal dieses hier. Ja. Die können wir auch ein bisschen einfärben. Die muss nicht so ganz hell bleiben, ne? Ich glaube, da können wir nicht viel dran färben an diesem Stoff. So. Okay. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Es soll gut sein, wie es ist. Hier noch ein bisschen. Ach, das ist ein brauner. Guck mal hier, das ist gar kein grüner. War braun drauf oder sowas. Oder rotbraun. Egal. Können wir damit gleich die Postkarte von der Rückseite noch so ein bisschen... Habe ich den falschen erwischt, gell? Habe ich den falschen erwischt. So, das finde ich jetzt schon mal ganz niedlich, ne? Das finde ich ganz nett.
Ja, was hätten wir denn noch, was wir da drauf machen könnten? Ich überlege gerade, vielleicht irgendwas, ein Etikett oder so, gell? Ein Etikettchen? Nee, da sind keine Etikettchen. Och, jetzt habe ich schon wieder so viel rausgekrabbelt hier. Ich werde irre. Ja, das ist das Problem. Man hat so viel Auswahl. Es ist ein bisschen doll, gell? Das ist ein bisschen doll. Ich suche eigentlich, habe ich was Dunkles selber? Da hätte ich was selber. Warte mal, da sind mehrere Sachen, die ich selber habe hier. Ich krieg's noch nicht raus. Ja gut, man kann es ja noch einfärben, ne? Das ist nicht das Problem. Ich hätte jetzt hier sowas, das sieht nicht so schlecht aus. Es fliegt gerade so lose drin rum. Ich hatte gerade noch was gesehen. Da war noch irgendwas. Nee, da? Nee. Och Kinder, ich habe es doch gerade gesehen. Wo ist es denn? Habt ihr es auch gesehen? Da ist eine Nummer. Ich wollte sagen, hier ist doch noch eine Nummer. Ein Nümmelchen, ein Nümmelchen. Kleines Nümmelchen. Ich würde gerne hier nicht dieses Grüne nehmen, sondern was mit Braun oder so. Gell? Braune Schrift, gell? Diese hätte ich gerne nochmal. Die habe ich natürlich, die richtig tollen, die habe ich natürlich nur alle einmal. Ne? Das ist, brauchen wir nicht sagen, ne? Ist klar. Ich weiß auch ehrlich, so das sieht mir besser aus mit diesem hier vielleicht. Tun wir mal hier rein. Vielleicht finde ich noch ein besseres. Ja, das muss man sich da. Das ist besser. Dies gefällt mir besser. So, wir haben jetzt hier zwei Sachen. Wir haben jetzt, dann würde ich das vielleicht komplett anders machen. So. Die Nummer ist so groß, ne? Die ist zu wuchtig. So eine große Nummer brauchen wir dann nicht. Hier, da. Eine kleine Nummer zum Beispiel. Das ging doch schon eher. Genau. Eine kleine Nummer. Jetzt muss ich wieder gucken, ob das Sticky ist. Ich glaube, das sind Stickies, ja? Ja, das sind welche. Eigentlich sind es, glaube ich, alle Sticker, die man da von denen bekommt, ne? Ach, ich weiß es auch nicht. Wollen wir die Nummer auch noch verwenden? Gucken. Ja, ist auch eine Sticky-Nummer. Wisst ihr was, die mache ich hier so hin. So. Für mich ist es jetzt schon, ehrlich gesagt, genug. Für mich persönlich, gell? Für mich persönlich ist das genug. Und so werden wir die andere Karte auch machen. Ja, dann habe ich noch eine andere Geschichte. Ganz schnell, so eine kleine Geschichte am Rande. Habe ich irgendwo gesehen. Und ich habe gestern schon geguckt, wo. Aber es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Und zwar hat die dieses Scrapbook-Papier, was so dick ist, hat die auseinandergenommen. Das war der erste Versuch. Jetzt habe ich hier noch mal so ein Stückchen. Mal gucken. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Habe ich noch gedacht, mein Gott, ja, was macht die Frau für Sachen, ne? Was macht sie da? Aber es ist gar nicht mal so verkehrt, denn wenn man The Altered Book zum Beispiel machen möchte oder sowas in der Art, dann kann man mit diesen dicken Papieren nämlich überhaupt nichts anfangen. Das wird viel zu dick. Ne? Das wissen wir ja alle im Grunde. Ne? Wird viel zu wuchtig. So, mal gucken, ob wir da was reißen können hier. Guck mal, man kann die wirklich teilen. Ich will nicht behaupten, dass man die... Also das ist jetzt ein Tim Holz Papier, was sowieso ein bisschen dicker ist. Da klappt es wunderbar. Aber, ja. Ich habe ja Pause gemacht zwischendurch. Aber es klappt nicht immer auf ganzer Länge. Ich weiß nicht, wie die das schafft, dass sie ganze riesen Teile damit auseinander nimmt. Das kann ich euch nicht sagen. Bei mir geht das immer nur, jetzt geht es so nicht mehr so wirklich gut. Kriegen wir das noch irgendwie aufge... Wenn nicht, ist es halt egal. Ne? Dann ist es halt so, wie es ist. Ne? Nein, ich krieg's nicht. Also reiße ich jetzt.
und habe dann so ein Stück, was so ausgefranst ist, gell? Versuch's nochmal hier. Vielleicht, wenn man mehr Glück hat und mehr die Mitte von dem Papier direkt erwischen würde. Aber das ist gar nicht mal so wirklich sehr einfach. Zumal ich es nicht ganz wirklich genau sehen kann, gebe ich ehrlich zu. Ich sehe es sehr schlecht. Gerade jetzt neuerdings sehe ich nahe nicht mehr gut. Ja, dann hat man halt, Stücke. Ist nicht so schlimm. Ist aber nicht so schlimm, finde ich. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man so Stücke hat. Die kann man in so einem Buch, was ich jetzt machen will, auf jeden Fall alle verwenden. Ja, wir versuchen es hier nochmal. Ja, mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Versuchen es nochmal. Also man könnte, ja, hier haben wir es jetzt ganz anders. Das ist schon mal ganz... Das ist nicht so gut, was du da gemacht hast, Frau. Das war andere. Ich muss mal näher bei mir sein. Warte mal, ich nehme mal die andere Seite. Vielleicht schaffe ich es nochmal dazwischen zu fummeln. Also ich habe wirklich gestern versucht, das zu finden. Ich habe das bei der schon zweimal gesehen. Es muss also jemand sein, den ich hin und wieder gucke. Aber ich weiß einfach nicht mehr, wer es ist. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ja, es war eine Amerikanerin oder eine Engländerin. Das kann ich wohl sagen. Wenn ihr das wisst, gerne drunter kurz eben in der Beschreibung. Ne? Ist also nicht meine Idee. Insofern sieht das ganz interessant aus und man kann eine Menge damit machen, denke ich mal. Ne? Wir wollen das alles fein aufheben und verwenden. Jeden Fussel, jeden Fitzel einzeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Papier klappt von Dingens hier. Bin mir nicht sicher. Wir werden mal eins auseinanderschneiden und einfach mal versuchen, ob das klappen könnte, würde mich jetzt wirklich interessieren. So, wir nehmen einen kleinen Abschnitt nur und dann müssen wir mal gucken, ob das klappt. Ich denke, da könnte man tolle Effekte erzielen. Mit diesen ausgefransten Paperschen. Jetzt schneide ich nochmal eben hier was raus, wartet. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Habe ich noch mit. Habe ich noch lange mit. Da ist noch ein Doppelte. Wir nehmen Happy Birthday, weil das ist das, was ich eigentlich nie gebrauche. Yay, today is your day. Today is your day. Okay. Ja, das könnte gelingen. Ich weiß es nicht. Problem ist, ich sehe es wirklich nicht. Also... Ich glaube, es würde besser gelingen, wenn ich mehr sehen würde. Probieren. Klappt nicht sehr gut. Guck mal, klappt nicht sehr gut. So, ihr seht das Prinzip. Ich fummel mir da noch ein bisschen was dran zurecht. Ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall mit so einem dünnen Papier in dem Buch arbeiten. So habe ich mir das in den Kopf gesetzt. Und jetzt die Vorauswahl der Bücher. Ich habe mehrere verschiedene so zur Auswahl. Ich hätte das zum Beispiel. Angelique und ihre Liebe. Ja, als Altered Book wunderbar. Mir wird das Cover gut gefallen. Das ist okay, ist alles gut. Schön gebunden, alles prima. Habe ich früher gelesen, Angelique. Aber hallo, natürlich alle. Ja, das hat man so gehabt damals. Ne? Dann habe ich diese hier noch. Cervantes exemplarische Novellen. Sind das zweimal das gleiche? Von 84? Wartet mal, habe ich denn zweimal das gleiche Buch erwischt? Ganz ehrlich, habe ich zweimal das gleiche? Ja! Hallo? Das ist jetzt gediegen, ja? Ich habe zweimal das gleiche Buch. Ich habe
zweimal das gleiche Buch. Warte mal, wir gehen mal auf Seite 23. Ja, jetzt muss ich mal gucken, das sieht mir wirklich verdammt gleich aus. Ja, es ist das gleiche Buch, definitiv ist es das gleiche Buch. Okay, dann können wir ja ohne irgendwelche Problematiken können wir ja eins verarbeiten. Ne? Das sieht so toll aus, hier mit solchen Rillen da so Druck, wisst ihr, und das würde ich fast schon so lassen dann. Da fängt es auch schon mal gut an. Aber andere Bilder sind da nicht drin, das ist nur Text. Die Seiten sind gelblich, es ist doch auch richtig genäht. Ja, natürlich, bei so einem alten Buch brauche ich da, glaube ich, keine großen Bedenken haben. Aber ich gehe mal jetzt noch mal eben genau gucken. Oh, wartet, bis jetzt habe ich es noch nicht. Das ist nicht genäht. Oh nee, ne, Kinder, mach es doch nicht. Warte mal, ich muss mal eben genauer gucken. Ich bin gleich dabei. So, warte mal, hier muss irgendwo... Leck mich doch am Arsch, oder? Das ist nicht genäht. Wie kann das denn sein, dass man 84 ein Buch nicht genäht hat? Was sind das denn für Unsitten? Das ist ja wie bei den Hottentotten, sagen wir mal. Das ist doch der reinste Shit, ist es doch. Bah, funktioniert nicht. Okay, vergiss es. Passt die Karte denn da drin? Ja, mit Ach und Krach passt die Karte da drin. Ich habe zweimal dieses hier. Ich habe die sowieso. Ich habe die früher gekauft. Ja. Mea culpa, gell? Mea culpa. Das Geheimnis der Liebe. Die Seiten sind ganz schön. Das ist aber doch hoffentlich genäht jetzt, ne? Warte, lass mich gucken, bevor wieder so ein Riss da passiert. Ah, ich glaube, doch, das ist genäht. Ja, alles gut, ist genäht, alles gut. Wir hätten einmal dieses, das Geheimnis des Herzmagneten. Ja, die haben gut Kohle damit gemacht damals, hier mit diesen ganzen Reihen. Ihr habt die vielleicht auch gelesen. Hier sind die Seiten sehr schön, aber hochglänzend. Nicht so schön. Hier sind sie matter. Aber hier sieht es irgendwie gut aus, gell? Hier sieht es irgendwie so gut aus. Bei dem anderen... Ja, okay, ich lasse das noch mal ein bisschen sacken. Aber das ist ja hier eine große, wirklich große Pleite mit diesem Buch. Das kannst du knicken dann, das kannst du nicht verarbeiten. Das bricht dir ja alles auseinander. Alles nur Makulatur. Och Mensch. Oh. Ich würde so gern das Format haben, weil da würde es mit den Postkarten besser hinhauen. Shit auch. Okay, wir würden das behalten. Und dann würden wir ausreißen. Zweimal ausreißen. Das ist das halbe Buch schon kaputt, gell? So. Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist, das so zu machen. Es sind immer zwei Seiten zusammen. Hält das? So, warte, jetzt mal ernsthaft. Wir versuchen es mal ernsthaft. Vielleicht funktioniert es doch. Da fangen wir mit an. Jetzt haben wir hier eine Doppelseite. Gefällt mir nicht gut. Dann habe ich da... Wie viel habe ich jetzt? Oh, da habe ich viele rausgenommen mittlerweile. Hier, warte mal. Sehr viele. Da müsste ich alles hier, da löst sich schon alles. Der ganze Schiss löst sich schon hier. Der ganze Kacki, Mist, die Kacki. Hier löst sich alles. Ja, okay, wenn ich das jetzt daran festkleben würde, würde man die Lücke überdecken können. Das würde gehen. Ich glaube nicht, dass das stabil genug wird. So, wir hätten hier eine Lücke. Da müssten wir hier wieder zwei lassen. Und dann müssten wir hier wieder ausreißen. Wollen wir mal gucken, ob wir es überhaupt irgendwie in den Griff kriegen. Ich befürchte nicht. 4 ausreißen und 2 zusammenkleben. Oder wie machen wir das? Ich habe jetzt 3 rausgenommen, ne? 3. Dann würden wir die aneinander kleben. Hm. 4 ausreißen. 2 stehen lassen. Ich würde so gern dieses Buch benutzen, weil das Format mir gefällt. 1. Vielleicht kriegen wir es hin. 2, 3, 4. 2 Seiten stehen lassen.
Eins. Zwei. Drei. Vier. Zwei Seiten stehen lassen. Würde ja schön räumen. Hätte man. Ich will ja auch nicht so einen riesen dicken Schinken da produzieren. Das wollte ich nicht. Gell? Das wollte ich nicht. Ich würde das jetzt gerne aufheben, dieses Bild. Moment, das ist so gruselig, ne? Das würde ich gerne aufheben. Ich würde das dann. Wir kleben mal ein paar Seiten zusammen. Hier, wir nehmen mal diesen Kids-Klebestift. Ob das hält, weiß ich nicht. Aber nur mal so, dass wir mal testen. Das ist doch wieder was. Jetzt kann sie wieder nicht rufen. Ja, jetzt muss ich mal zwei, drei Seiten gucken und dann versuche ich das mal. Dann kann man vielleicht schon mal erkennen, ob das einen Sinn hat oder ob das gar nicht funktioniert. Wenn es gar nicht funktioniert, brauchen wir es ja nicht machen. Ne? So, wir hätten jetzt die erste. Ja, wunderbar, klebt nicht gut. Die erste Doppelseite aneinander geklebt. Da ist die Lücke. Die ersten vier sind da weg. Hier ist die Lücke. Ja, ich muss ordentlich mit diesem arbeiten, weil der klebt nicht so doll, glaube ich. Okay, hier haben wir die Lücke. Da kleben wir jetzt da. Upsi. So, mal gucken, ob das hält. Das ist die Frage. Ne? Dann hätten wir jetzt hier wieder eine Lücke. Richtig? Alles gut. Ja. Aber wir haben hier schon wieder so eine kleine Falte produziert. Ist nicht sehr schön. Ich klebe nochmal einen mehr zu und dann lassen wir es liegen. Und können uns dann, gucke ich mir das nochmal ein paar Mal an, wenn das mal so trocken ist, wie sich das darstellt. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt so ein Buch verwenden würde. Ich nehme sonst immer genähte Sachen. Und das ist jetzt neu. Die Hoffnung ist, dass ich, wenn ich jetzt die entstandenen Lücken, wie hier, wenn ich die jetzt überklebe, dass ich dann doch noch ein bisschen Halt im Buch behalte. Aber ich kann es euch nicht sagen, ob es wirklich funktioniert. Das ist jetzt wirklich nicht so einfach zu beurteilen, ganz ehrlich gesagt. Ja, es fängt jetzt schon an, hier sich aufzuwellen, weil, ja. Also ich muss das mal richtig, richtig nieder mit dem Fingernagel so. Ob das hält. Ich weiß es nicht, gell? Ich weiß es nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall ist der Kopf dicker als der Hals. Dachte man doch immer damals, ne? Seinerzeit. Wir werden das mal ausprobieren. So, das war's für heute. Ich werde wahrscheinlich dieses Buch nehmen. Hoffentlich werde ich es nicht bereuen. Ich werde das mal verarbeiten komplett. Also ich nehme immer vier Seiten raus. Genau. Ich nehme, dass zwei Seiten stehen. Eins, zwei, vier Seiten raus. Die klebe ich dann zusammen. Ne? Da. Jetzt kommen wieder vier Seiten raus. Einfaches Prinzip, ne? Leicht zu verstehen. Ja. Also ich würde es noch nicht nachmachen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hält. Das Papier ist schön, das können wir gleich wieder gebrauchen. So, jetzt können wir es nochmal genau erklären. Vier Seiten raus, die beiden zusammenkleben. Zwei Seiten stehen lassen, eins, zwei. Vier Seiten raus, eins, zwei zusammen, zwei stehen lassen, diese beiden zusammenkleben. Und hier wieder vier raus. So, ist aber nicht schwer zu verstehen. Ne? Das Papier ist sehr schön, das hebe ich auf. Vielleicht kann man da was noch mitmachen. Und ich sage Tschüss. Bin noch nicht ganz sicher. Ich möchte auch diese Papiere von diesem Vintage-Block vom Action verarbeiten. So der Plan. Ne? Hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir das so vorstelle. Der kommt auf jeden Fall mit rein. Der sieht so gruselig aus. Gell? Der ist sowas von gruselig. Ja. Die andere Karte mache ich genau wie diese. Mache ich so in dem Prinzip fertig wie diese. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön.
Das finde ich sehr schön. Und das kann man dann so, das kann man dann so in so eine Tasche, so, ne? So in so eine Tasche. Finde ich richtig klasse. Okay, jetzt war es das aber auch. Ist bestimmt wieder viel zu lang geworden. Sorry, tut mir leid. Bis bald, ihr Lieben. Wiederschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.